Du willst endlich entspannt essen, also nicht ständig ans Essen denken oder ein schlechtes Gewissen haben, Schuldgefühle nach dem Essen, bereuen, etwas gegessen zu haben, sondern stattdessen möchtest du eigentlich dein Essen genießen, satt und zufrieden sein und dann eben auch aufhören zu essen, sobald du satt bist. Das Ganze kann für dich funktionieren, wenn du die folgenden Schritte befolgst. Schritt 1: Sorg dafür, dass du körperlich satt bist, also dass du nicht so einen überschießenden Hunger entwickelst. Also das baut sich manchmal wie so eine Welle auf und es wird immer mehr und mehr. Gerade abends überkommt es dann einen vielleicht oder wenn man was Leckeres angeboten bekommt und man isst dann wieder zu viel. Also wir greifen dann zu, essen zu viel davon und das ist dann wieder wie so ein Kontrollverlust, der dann zwangsläufig natürlich auch wieder zu Schuldgefühlen führt, dass wir uns da vielleicht Vorwürfe machen oder dass wir uns einfach auch körperlich unwohl fühlen, weil wir uns zu voll gegessen haben. Das Ganze löst du nicht durch mehr Kontrolle und mehr Zwang und mehr Druck, sondern darüber, dass du verstehst, dass da eigentlich körperlicher Hunger dahinter steht und dass du dann ganz klar schaust, wie du diesen Hunger löst. Und dass du dann dafür sorgst, dass du satt und zufrieden bist, indem du die Ernährung so anpasst, dass dein Körper merkt, dass er mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt ist. Schritt Nummer 2: Lerne die Signale von deinem Körper und deinem Kopf richtig zu deuten. Also lerne zu unterscheiden zwischen körperlichem Hunger und emotionalem Hunger. Das heißt, wann isst du, weil du gestresst bist, frustriert bist, traurig bist oder wütend? Und dann geh an die Ursache. Also finde raus, wie du das Ganze besser als mit Essen lösen kannst. Denn Essen hilft höchstens kurzfristig. Das Ganze wird auch als emotionales Essen bezeichnet, also wenn wir essen aus emotionalen Gründen, nicht weil wir verfressen, gierig oder undiszipliniert sind, sondern weil da eigentlich noch versteckte Ursachen zu finden sind, die uns fast schon zum Essen zwingen. Wenn du daran gehst und das auflöst, dann gibt es ja auch gar keinen Essdruck mehr und du musst dich auch gar nicht mehr zurückhalten. Schritt Nummer 3 ist dann noch sicherzustellen, dass du nicht in deinem Alltag immer wieder unnötig in Versuchung geführt wirst. Das kostet uns nämlich Willenskraft, das heißt wirklich Anstrengung. Und wenn da sowas Leckeres rumsteht, selbst wenn wir vielleicht nicht hungrig sind, wenn uns das so anlacht, dann brauchen wir Disziplin oder Willenskraft, um dem zu widerstehen. Also es kostet uns Energie. Wenn du jetzt aber dafür sorgst, dass in deinem Alltag diese Energiefresser oder diese Willenskraftfresser so gar nicht erst auftauchen, also du den Alltag so gestaltet hast, dass du von Keksen im Pausenraum oder vom Kuchen, der mitgebracht wird, gar nicht in Versuchung geführt wirst, dann hast du diese ganze Willenskraft auch für andere Dinge. Das heißt, wenn du praktische Lösungen findest, um den Kuchen gar nicht erst zu wollen, dann brauchst du ja auch keine Willenskraft, um dem zu widerstehen. Schritt 4 ist es im Kopf, das als Automatismus zu installieren, also wirklich einzuprogrammieren, das neue Verhalten, damit du bei Stress, neuen Situationen, bei Schwierigkeiten nicht in deine alten Muster zurückfällst, sondern in deine neuen Muster fällst. Und das machst du dadurch, dass der neue Weg, die neuen Muster, bequemer werden als die alten. Das kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie ein Trampelpfad im Gehirn. Wenn der am Anfang noch nicht so gut ausgebaut ist, du da noch nicht oft langgegangen bist, dann ist der ziemlich unbequem und unangenehm. Sobald du den aber häufiger verwendet hast und gemerkt hast, der funktioniert und der Weg immer breiter und bequemer wird, dann wirst du ganz automatisch den neuen, angenehmeren, bequemeren Weg wählen wollen. Und das ist auch der einzige Weg, wie es wirklich entspannt und nachhaltig sein kann. Denn nur wenn du dich nicht die ganze Zeit mit Disziplin und Druck auf der Spur halten musst, sondern einfach entspannt und weil es der angenehmere Weg ist, diesen neuen Weg wählst, nur dann kannst du auch wirklich ganz entspannt essen. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, entspannt zu essen, also wenn du noch nicht mit Genuss isst, wenn du noch über den Hunger hinaus isst, wenn du dich noch unwohl fühlst nach dem Essen, vielleicht Schuldgefühle hast, statt einfach ganz entspannt zu essen, dann würde ich dir empfehlen, geh an die Ursachen dahinter. Also schau dir genau die Schritte an und wo du noch vielleicht Defizite hast und Schwierigkeiten und dann arbeite ganz gezielt daran. Denn unser Essverhalten wird ja immer mehr und mehr, je häufiger wir das wiederholen, je häufiger wir das üben, in unser Gehirn einprogrammiert oder eingefahren. Also wie Trampelpfade, die immer besser und besser ausgebaut werden.
Und wenn du jetzt noch nicht ein entspanntes Essverhalten an den Tag legst, dann trainierst du das ja. Also du gräbst das immer tiefer in deinen Kopf hinein und es wird immer schwieriger und schwieriger werden, da ein neues Muster einzuprogrammieren. Wenn du aber weißt, was die Ursachen bei dir sind und dann auf die richtige Art dran arbeitest, dann kann es auf einmal viel leichter werden. Das ist aber immer ein bisschen anders. Also je nach Person sind es ja andere Ursachen und dann gilt es, an einer anderen Stellschraube zu drehen, um den Weg angenehmer zu machen. Wenn du dabei Hilfe haben möchtest und rausfinden willst, warum es bei dir vielleicht noch nicht so gut klappt mit dem entspannten Essen, dann lass uns sprechen. Eine Zeit dafür kannst du dir mit dem Link in der Beschreibung selber aussuchen. Ich bin gespannt darauf, dich kennenzulernen.